Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsitz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid zur Folge 95. 95 in diesem RimWorld Let's Play. Letzte Folge schon gesagt, längstes Let's Play auf meinem Kanal. Bin mal gespannt, wann das dann abgelöst wird. Und ja, Raumschiff nochmal hier für alle, die immer nur sporadisch gucken. Den sage ich natürlich an dieser Stelle, schämt euch, aber trotzdem zeige ich es gerne. Wir warten hier auf die hochwertigen Bauteile. Sonst ist eigentlich alles da. Und dann können die Kryokapseln schon fertiggestellt werden. Komplett ein paar sind fertig, habt ihr gesehen. Ich habe einen zweiten Arbeitstisch gebaut. Damit mehrere Leute gleichzeitig die hochwertigen Bauteile herstellen können. Dafür brauchen wir jetzt viele. Hier liegen schon fünf, also für eine Kryokammer wäre es schon wieder genug. Bauteile gehen natürlich dabei drauf. Und was geht sonst noch drauf? Gold und Uran, das haben wir noch in ausreichender Stückzahl vorhanden. Uran ist hier, Gold ist dort. Ja, wir können ja nochmal, ich sag mal, 30, 40 von jedem kaufen beim nächsten Händler. Und ja, Forschung. Haben wir einen Tisch abgebaut. Macht eh jetzt nur noch einer meistens. Lafleur in dem Fall. Und es ist auch nicht mehr viel, wie wir sehen. Die Sensorengruppe ebenfalls bald fertig. Und Umbra macht immer noch Penoxycillin nach. Das ist schön. Denn das muss er ja alle paar Tage einnehmen, unser Arzt, damit der keine Malaria bekommt. So viel dazu. Dann haben wir hier noch eine Armprothese, die wir nicht gebrauchen können. Moment mal, hier ist Luciferium. Was zur Hölle? Was zur Hölle, ganz ehrlich. Drogen verbrennen muss eigentlich nach ganz oben. Ganz klar. Und können wir Briggs vielleicht auch direkt sagen, dass er was machen soll? Nee, Gottes Willen. So, es steht jetzt auf jeden Fall ganz oben auf der Liste. Demnach müsste es gleich angegangen sein. Es kann immer leider nur ein Luciferium einzeln verbrannt werden. Das heißt, fünf lange Wege sind nötig. Da kommt der erste. Minyoka hat das Zeug im Arm und gibt hoffentlich nicht nach. So, weg ist es. Und das Ganze jetzt bitte noch viermal. Ich will dieses Zeug in meiner Kolonie nicht sehen. Es ist halt eben auch sehr gefährlich. Ich glaube, einmal eingenommen, 100%ige Abhängigkeit. Und wenn die das dann nicht mehr einnehmen können, weil nichts mehr da ist, dann sterben die, glaube ich. Ist halt eben die gefährlichste Sucht hier in diesem Spiel. Deswegen weg damit. Ganz schnell weg damit. Gut. Ja, ich lasse das Spiel auf schnell laufen. Wir warten eigentlich auf die Forschung. Ich bin gespannt, wie groß die Sensorengruppe sind. Wir brauchen jetzt auch nicht mehr so viel vom Händler kaufen oder verkaufen. Wir können natürlich noch Mais verkaufen. Wir haben so viel Mais, deswegen haben wir Funkfeuer im Kühlhaus gebaut. Wir können Plastahl verkaufen. Das ist natürlich sehr viel wert. Da haben wir auch Unmengen von. Ja, die Bohrer haben beide noch zu tun. Hier ist noch das letzte Feld. Man kann es so ganz leicht dunkelgelb hervorgehoben sehen. Dann ist das aber auch am Ende schon. Ja, das, die Pumpe ist auch fertig. Stellen wir es einfach nochmal hier hin. Ist nicht wirklich notwendig. Tja, sogar hier die Pumpe ist bald fertig. Und hier haben wir auch eine hingestellt, da dauert es aber halt auch noch eine ganze Weile. Das werden wir wohl nicht mehr sehen, wie hier der schlammige Boden, oder nee, das ist sumpfiger Boden, wie der Sumpfboden hier verschwindet. Gut. Ich habe so viele Ideen, kann ich euch schon sagen, für ein neues Let's Play. Also für ein neues RimWorld Let's Play. Vor allem habe ich viele Mods. Und ich bedanke mich auch für die Vorschläge an vielen Mods. Ich bin ja selber auch immer am Gucken, habe mir recht guten Überblick darüber, was es so an Mods gibt. Ich entscheide mich immer für eine gewisse Anzahl an Mods. Und einige kenne ich dann auch tatsächlich noch gar nicht. Die nehme ich dann auch gerne mit auf, wenn sie denn in mein Konzept passen. Und die Schiffssensorengruppe ist fertig erforscht. Leute, jetzt geht's aber los hier. Da wollen wir das Ding mal platzieren. Ich bin gespannt, wie groß die ist. Raumschiff. Sensoren. Oh, ist das niedlich. Und ich hatte schon Sorge, dass es hier
nicht hinpasst vielleicht, weil die anderen Teile alle so groß sind. Nee, das setzen wir hier hin. Wunderbar. 200 Stahl, 5 Gold, 15 Bauteile und 15 hochwertige Bauteile. Na, herzlichen Glückwunsch. So, dann können wir mal kurz gucken. 5, da auch. ...60 hochwertige Bauteile brauchen wir also noch. 13 sind fertig. Und das wird noch nicht reichen. Oh. Ach, wisst ihr was? Ich lasse die einfach jetzt mal lochen. Jetzt sind es eh zu viele, aber egal. So. Ja, neues Gras ist in Arbeit. Denn die Lagerfläche hier für unsere Tiere, die ist fast leer. Könnte ich eigentlich mal ausblenden. Muss man ja auch nicht ständig sehen. Ach ja, die Pumpe, die wollte ich auch versetzen. Die stelle ich einfach hier hin. Gut. Ah, alle angreifenden Piraten aus der letzten Folge sind ebenfalls bereits verbrannt. Das Luciferium müsste auch weg sein. Jawohl, wunderbar. Dann können wir ja... Ach, hier, schaut mal. Diese Löschschaumgranaten, die wollte ich auch irgendwann mal verkaufen. Das habe ich auch vergessen. Also, woran man alles nicht denkt. Das liegt aber auch wirklich daran, ich bitte euch wirklich mal hinzusetzen und mal 3, 4... Sitzungen, also immer so 20, 30 Minuten geht ja eine Folge, einfach mal zu spielen und dabei zu kommentieren, nicht aufhören zu reden. Ich meine, ihr könnt natürlich kurze Gedankenpausen machen, aber ihr müsst natürlich auch was Sinnvolles erzählen. Ich meine, ich quassel ja auch nicht Blödsinn. Oh, jetzt würde ich gerne Cola trinken. Oh, eine Cola und eine Pommes. Hm, lecker, lecker, lecker. Pommes rot-weiß muss es sein. Nee, ich erzähle euch ja schon was zum Spiel. Und wenn man sich dann so auf einen gewissen Aspekt konzentriert, ich erzähle euch hier zum Beispiel was vom Schachbrettmuster, ja, und dann läuft hier einer durch, ist verletzt oder was, oder plötzlich ist das hier alles leer, so wie jetzt. Und das sehe ich dann einfach nicht, weil ich mich hier mit Sprache und Augen komplett auf dieses Muster konzentriere und dann eben nicht sehe, dass die Tiere nichts mehr zu futtern haben. Ne? So passiert das halt eben. Man ist mit den Augen immer auf einem gewissen Punkt gerichtet. Und ihr als Zuschauer, ihr seht das ganze Bild, weil ihr müsst einfach nur zuhören und schauen. Das ist was anderes. Das ist tatsächlich was anderes. Naja, nur um mal darauf hinzuweisen, warum ich halt auch Fehler mache und warum auch vieles nicht von mir gesehen wird und ich auch Dinge vergesse. Ja, ich sage, oh, den Händler, den müssen wir gleich anquatschen. Dann passiert irgendwas, irgendwas fängt meine Aufmerksamkeit und dann ist der Gedanke mit dem Händler weg. Das kann einfach passieren. Kann einfach passieren. Bin ich auch nicht der einzige Let's Player, der das hat. Wenn man mal so ein paar Let's Player guckt, das passiert eigentlich jedem mehr oder weniger. Außer denen, die sich ein Skript schreiben. Gibt es tatsächlich. Also, das muss jeder selber wissen. Aber das wäre nicht meine Art, sich ein Skript für eine Folge zu schreiben, was jetzt genau in der Folge passieren soll. Und das dann alles so nacheinander abziehen, genau auch. Also, ist nicht mein Ding. Habe ich aber auch nur, ich glaube, 2 oder 3 Mal gesehen, wo man das wirklich deutlich gemerkt hat, dass da jemand eine Liste abarbeitet an Punkten. Nun ja, gut. Hungerndes Tier, ja, Husky. Ne, verrückt. Verrückt heißt er und ist ein Husky. Es tut mir auch wirklich leid. Ich meine, das stimmt eigentlich auch nicht ganz. Die können ja alle auch hier reingehen und sich hier bedienen und offensichtlich haben sie das auch schon getan, wenn ich das richtig sehe. Auf jeden Fall haben wir genug Fleisch und auch Mais. Das können die Tiere alles zu sich nehmen. Ansonsten Heugras dauert noch ein bisschen. Ich meine, so ein Husky oder Polarwolf. Ich meine, die essen das ja, was ja schön ist, ne? Aber eigentlich, ja, hier. Eigentlich holen die sich ihr Essen eh anders. Die anderen beiden können wir mal jagen. Die laufen hier gerade schön rum. Da ist noch Plastahl, wird gar nicht reingetragen. Der Bohrer steht hier auch nicht mehr. Der Bohrer steht sogar noch da. Der hat sogar noch ein kleines Fleckchen da. Aber gut, wenn es nicht weggebracht werden kann, weil das Lager voll ist. Ach, schau mal, hier sind gerade 3 Wildschweine.
Wollen wir die mal jagen? Da ist noch ein viertes. Oh, hier sind noch viel mehr. Junge, Junge, da noch drei. Da noch eins. Da, oh Gott, hier sind ja noch mehr. Schau mal, hier sind noch mal vier. Fünf! Ich werd verrückt, da ist noch eins. Ist gerade Wildschweinsaison, das wird den Obelix aber freuen. Jetzt habe ich auch ein Eichhörnchen drin, ist nicht so schlimm. Na komm. So, jagen wir ein bisschen mehr Fleisch jetzt gerade, weil die Tiere können es halt auch essen. Zur Not. Müssen sie das auch tun. So, hier haben wir zwei Emus. Hier sind auch noch ganz viele Tiere. Wildschweine 3, da ein Emu, noch ein Wildschwein 4, noch ein Strauß, Muffalos. Oh, die Muffalos, die nehmen wir noch. So, dann ist aber gut. Da soll es erstmal reichen. Und ja, jetzt warten wir eigentlich tatsächlich nur noch auf die Herstellung der hochwertigen Bauteile. Ich meine, das könnte man im Grunde auch überspringen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt tatsächlich sehen wollt. Stahl, Gold, alles da. Müsste nur noch hingebracht werden. Noch 52 Bauteile reicht zum Beispiel dann nicht, ne? Weil wir wissen ja, für jedes Hochwertige brauchen wir eins und wir brauchen 60 insgesamt. Wir haben 22 fertig. Haut nicht hin. Also beim nächsten Händler auf jeden Fall nochmal Bauteile kaufen. Und möglicherweise springe ich das einfach ein bisschen vor. Also wenn ich feststelle, dass wir das in dieser Folge jetzt nicht mehr fertig kriegen, dann würde ich vielleicht einen kleinen Zeitsprung machen mit euch. Wenn ihr da nichts gegen habt. Oh, die Tiere sind immer weiter trächtig. Die vermehren sich wirklich wie die Tiere. Apropos Tiere, ein Wildschwein ist verrückt geworden. Du bist ein Wildschwein. Du bist ein Wildschwein. So, Geschütze haben das erledigt. Irgendwie bin ich gerade auf dem Asterix-Obelix-Trip. Hier Wildschweine, Obelix, dann der Spruch gerade noch aus dem Film, wer kennt ihn nicht. So, das ist fertig, hier brauchen wir nicht mehr warten, obwohl, ja, wer weiß, ob da noch ein bisschen schlammiger Boden drunter ist. Wann ist es jetzt? Halt 4 Tage? Ach komm, warten wir ab. Ist eh egal. Auch das hier, ist nur noch reine Kosmetik. Ist aber nicht schlimm, oder? Also, lassen wir einfach laufen. Ja, tut mir leid, es passiert jetzt nichts Spannendes mehr. Scheinbar fällt auch kein Giftschiff mehr vom Himmel gerade, wo man nochmal hier Action haben könnte. Ich würde daher fast sagen, dass ich ein bisschen vorspringe mit der Zeit. Das heißt, jetzt die Aufnahme stoppe, weitermache und dann zu euch zurückkomme, sobald die Sachen hier gebaut sind teilweise oder vielleicht komplett. Und dann starten wir gleich das Raumschiff noch. Weil eigentlich kann jetzt nichts mehr schief. Ich will es nicht laut sagen, aber ne, theoretisch nothing can go wrong und so. Aber es kann natürlich auch noch anders kommen. Gut, aber es wird fleißig gearbeitet. Das ist sehr, sehr gut. Ich wundere mich nur, warum hier nichts passiert. Warum die Teile nicht angeliefert werden. Könnten Riesling aber sagen... Oh, außerhalb der erlaubten Zone. Ich bin ja ein Held. Ich habe vergessen, unseren Kolonisten nach dem Kampf in der letzten Folge zu sagen, dass sie wieder rausgehen dürfen. Oh, 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 oh. Mein lieber Herr Gesangsverein, so geht's natürlich nicht. So, jetzt schaut mal, wie schnell hier was passiert. Jetzt dürften auch gleich ein paar Sachen auf einmal fertig werden, weil zumindest für ein paar Kapseln sind ja genug Bauteile, also hochwertige Bauteile auch da. Auch die ganzen Reparaturen, stimmt. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe so viel gequatscht jetzt, ne? Das ist das halt. Man quatscht und quatscht und quatscht und guckt sich alles schön an. Ist überall alles in Ordnung? Ja, sieht gut aus. Ach, hier noch ein paar Tiere jagen. Ja, und dann merkt man gar nicht, dass das alles gar nicht gemacht wird, was man hier denkt. Da kommt dann auch die Ernte mal rein. Schaut mal, jetzt gibt's auch wieder Gras für die Tiere. Na, lecker. Ist auch fast, da ist noch mehr fertig. Wunderbar. Also, dann ist ja die eine Sache hier, was das angeht, schon mal erledigt. Gut. Na gut, dadurch, dass sie hier in der Sicherheitszone verbleiben mussten, sind dafür aber halt auch ein paar Bauteile mehr fertig geworden, weil die Leute halt nicht irgendwo hingelaufen sind, um was anderes zu tun.
Wir brauchen einen Händler. Wir brauchen einen Großhändler am liebsten. Plastahl würde ich gern verkaufen. Moment, um das Plastahl verkaufen zu können, müssen wir allerdings auch ein Funkfeuer noch bauen. Oh, das ist ungewöhnlich. Normalerweise gehen die Funkfeuer nicht über die Raumgrenzen hinaus. Ne? Das wird nochmal. Hier ist es ja auch so. Hier aber nicht. Hier geht's doch über die Raumgrenze raus. Warum? Warum ist das so? Ah, ich glaube, ich weiß warum. Weil dieser Raum nicht geschlossen ist. Aber gut, da oben. Ja gut, da ist es schon. Ich weiß auch nicht. Wie wird das berechnet? Die Türen haben damit nichts zu tun, das weiß ich genau. Weil, Beispiel hier, da geht es auch nicht über diese Wand hinaus. Da ist das andere hinter. Hier bleibt alles schön drin. Würde sonst locker hier reinragen. Hier auch. Geht nicht nach draußen. Scheint tatsächlich daran zu liegen, dass der Raum hier offen ist. Gut, ist aber egal. Wir kopieren mal eben, nee, sollen wir das neu installieren oder sollen wir neues bauen? Ich baue ein neues und wenn wir da jetzt nicht alles reinkriegen, ist das auch nicht schlimm. Alles wollen wir eh nicht verkaufen. Nur ein Teil. Also ich sag mal, so viel, 3000, können wir glaube ich verkaufen. Wir können glaube ich alles verkaufen. Wir könnten aber auch nochmal alles aus Plastahl bauen. Plastahlbetten, Plastahlschränke, Plastahlböden, Plastahlwände, alles geht. Ist überhaupt kein Problem. Und sieht auch nicht unschön aus. Also, das mache ich jetzt nicht. Gut. Ja, dann, da schaut mal, da geht es dann nämlich jetzt auch weiter. Ne? Freuen sich die Leute. Oh, endlich wieder schweißen. Tiefenbohrer, Rohstoff erschöpft. Na gut, jetzt ist der auch endgültig weg. Dann können wir den abreißen. Wir werden keine weiteren Plastahlvorkommen anzapfen. So. 8 Kapseln fast fertig. 8 Kapseln fertig. Sehr schön. Und hier ist fast alles da. Die hochwertigen Bauteile halt. Wie viele haben wir? Jetzt haben wir nur noch 1. Aber hier ist auch schon was angeliefert. Der Stahl ist da. Ja, der Stahl ist da. Aber auch noch nicht alles. Okay, ich denke, ich werde das mit dem Zeitsprung machen. Ihr habt Verständnis dafür, oder? Ich denke schon. Ist halt kein Stream, ne? Ich kann euch jetzt nicht fragen und ihr sagt mir das. Ja, Thema Stream, da kann ich natürlich auch nochmal gerne was zu sagen. Weil ich da auch tatsächlich öfter nach gefragt werde. Und also öfter, als ich eigentlich dachte, dass es euch interessiert. Ich sehe mich tatsächlich primär als YouTuber. Und umso länger ich drüber nachdenke, ob ich denn gerne streamen möchte, umso mehr fällt mir ein oder umso mehr komme ich zu dem Schluss, dass ich das eigentlich nie möchte. Also, ich will das gar nicht komplett ausschließen. Ich möchte es einfach im Moment nicht. Ja, ich mache den YouTube-Kanal jetzt, ich glaube, 2 Jahre, ein bisschen mehr als 2 Jahre. Mein Gott, schon so lange. Ungefähr 2 Jahre. Und ich habe Spaß daran. Ich mache das einfach gerne. Ich habe dann die Zeit, ich kann sie mir einteilen. Das ist beim Streaming dann anders. Ich kann mich einfach hinsetzen, wenn ich eine halbe Stunde Zeit habe, nehme ich eine Folge auf. Die lasse ich dann rendern. Da brauche ich dann noch nicht am PC bleiben. Kann eh nichts anderes mit dem PC machen, wenn der rendert, weil dann ist der ausgelastet. Kann ich Zeit mit der Familie verbringen, mit den Kindern und so weiter. Und das ist dann alles wunderbar. Als Streamer sitze ich 2-3 Stunden fest am PC. Und die Nachbearbeitung habe ich trotzdem, weil ich möchte das Video hinterher auch auf YouTube haben. Also muss ich es eh nochmal vernünftig durchrendern, weil man ja auch nicht den Streaming-Match aufzeichnen will für YouTube. Das rendert man dann ja nochmal ordentlich durch. Naja, und so bin ich halt der Meinung, ist YouTube für mich im Moment einfach das Beste, was ich machen kann. Was ich auch gerne mache. Und beim Stream wäre ich halt gebunden. Streams haben auch Nachteile. Also natürlich kann man sich gerne mal einen Stream reinziehen. Ich sage jetzt zum Beispiel, in einer Woche Abend, 20 Uhr, da bin ich live. Da streame ich eine Stunde sowieso. Oder zwei. Aber dann können einige gar nicht. So, und wenn ich dann nicht das Video hochlade, dann ist das verloren. Dann ist das für viele Zuschauer, die vielleicht Interesse hatten, aber eben keine Zeit, dann ist das weg.
So, und deswegen für mich im Moment ganz klar YouTube genau das Richtige. Ich will aber nicht sagen, dass ich gar nicht streame. Nur im Moment mache ich das halt nicht. Ein Wildschwein rächt sich. Eieiei. Ah ja gut, okay, das ist an einem Wolf Türkis. Da dürfte eigentlich nicht schief gehen, obwohl so ein Wildschwein... Oh, schon erledigt, okay. So ein aufgebrachtes Wildschwein, wollte ich sagen, ist durchaus gefährlich. Hier, das ist schon eine andere Nummer. Da haben wir schon wieder Prädatoren auf der Karte. Da müssten wir eigentlich was präventiv tun. Wie viele sind es denn momentan? 1, 2, was ist das denn hier? Wir haben ein weiteres Wildschwein, das ist recht. Das ist aber soeben auch erledigt. Okay, nochmal zurück in den Tab. 1, 2 Wildtiere momentan. Also Tiere, die auch die aggressiv sind. Oder aggressiv sein können. Prädatoren halt. Oh, hier sind alle Bauteile da. Alle Stahlteile. Das Gold ist komplett. Fehlen nur noch die hochwertigen Bauteile. Und die fehlen jetzt hier auch noch. Das ist das Einzige, was noch fehlt. Da ich auch nichts mehr forsche, überlege ich tatsächlich noch einen weiteren hochwertigen Bauteiltisch zu bauen. Oder besser gesagt, einen Arbeitstisch für Bauteile. Ich weiß nur nicht, ob mehr als 2 Leute auch daran arbeiten können. Theoretisch schon. Wir reißen den mal ab. Und bauen dann noch einen neuen. Jetzt ist auch noch einer kaputt. Na, wunderbar. Bauteile sind knapp. Jetzt fehlt nämlich genau... Oh, eine Vorratskapsel. Und das hat gebebt. Das muss ganz in der Nähe passiert sein. Und was ist das denn? Rauchblattblätter. Wie sehen die denn aus? Die habe ich aber... Ach so, ha. Die sind in der Kiste, genau, hier mit den Büscheln, die da rausgucken. Ich dachte schon, was liegt denn da für ein braunes Teil? Rauchblattblätter. Die können wir einlagern und verkaufen. Ich werde da keine Rauchblätter rausdrehen. Rauchblattjoints meine ich damit. Denn, ich hatte erst welche verkauft, weil... Ich glaube, Samantha... Ja, Samantha und Riesling haben das öfter mal konsumiert, wie wir wissen. Und dann fallen die halt eben eine Weile aus und das ist ja auch doof. So, das bauen wir nochmal. Boah, sind auch schon wieder 14 Bauteile weg. Dann können wir aber auch... Da müssen wir aber auch wirklich bald neue kaufen. Also ich würde sagen, dass ich tatsächlich jetzt mal eine Pause mache eben. Und dann schauen wir gleich wieder rein, wenn der Tisch fertig ist, wenn ich Bauteile gekauft habe, wenn die Teile vom Raumschiff... verbaut sind fast und dann bin ich wieder da. Bis gleich. So, da sind wir wieder und ich hätte eigentlich noch eine weitere Folge von machen können, so lange hat das jetzt alles gedauert, aber wir sind jetzt kurz davor, die 15 letzten hochwertigen Bauteile zu haben. Ich habe was vom Planstahl verkauft, auch wenn man es jetzt nicht sieht, weil dann von draußen noch die restlichen Teile reingeholt wurden, die hier beim Bohrer lagen. Und ja, wir haben wieder ordentlich Geld, wir haben ein paar Bauteile in Reserve, ich habe relativ viele Welpen verkauft, ich habe gerade noch jede Menge Schweine geschlachtet. All das ist in der Zwischenzeit gelaufen und ja, natürlich 1, 2, 3 Händler abgewartet. Ich habe sogar auch vom Piratenhändler dann die Bauteile gekauft, auch wenn sie teuer waren, aber das haben wir im Grunde durch den Verkauf der Polarwolf-Welpen auch teilweise wieder drin gehabt und so. Also von daher alles kein Problem. Und ja, jetzt schauen wir mal kurz auf das Raumschiff. Und wie ihr seht, alles fertig, bis auf die Sensorengruppe. Da fehlen jetzt noch die 15 Bauteile und ich glaube, die werden gerade hergebracht. 4 sind noch im Lager. Jawohl, die werden gerade hergebracht. Das heißt, das Raumschiff ist gleich fertig. Jetzt kann man sich natürlich Gedanken machen, über Abschlusstätigkeiten, wie zum Beispiel vorgeschlagen, das Versiegeln der Krypta und so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, mache ich alles nicht. Wir werden auch die Tiere, die jetzt hier bleiben, nicht verkaufen oder schlachten oder sonst was, denn die sollen ruhig sich hier weiter in der Kolonie vergnügen. Ich meine, was soll das? Soll ich die jetzt alle töten? Das wäre auch nicht in Ordnung. Und die Tiere, die wir hier alleine zurücklassen, naja, vielleicht finden die ja neue Herren. Vielleicht kommt ja hier eine Karawane durch, die sich denkt, alles verlassen hier? Dann lasst uns doch hier wohnen. Wäre eine Möglichkeit. Und deswegen machen wir das alles nicht und steigen gleich mit unseren Kolonisten hier in die Kapseln ein.
Und dann starten wir das Raumschiff und dann haben wir in der 95. Folge dieses Let's Play tatsächlich zu Ende gebracht. Und ich bin, ja, gelinde gesagt begeistert. Ich werde nie wieder Sumpf spielen, aber das habe ich schon mal gesagt, glaube ich, weil das einfach so furchtbar lange auffällt. Auf diesem Boden. Bin genug, ja, oder genug Boden überhaupt erstmal zu schaffen, auf dem man vernünftig bauen kann. Das mit den Brücken, das ist ja auch nur eine Mod. Sonst wäre das ja auch gar nicht möglich, sonst wäre es an einigen Stellen noch viel schwieriger gewesen. Deswegen kommt der Sumpf für mich nicht mehr in Frage. Ich denke, das nächste Let's Play findet in einem anderen Biom statt als dem Nadelwald. Den kann ich im Moment auch ausschließen. Die Wüste hatten wir vor kurzem erst. Ich glaube, es wird mal wieder Zeit für was Gemäßigtes. Auf der anderen Seite bin ich auch schon häufig gefragt worden, ob ich nicht mal Arktis machen kann. Ich werde ein Arktis-Let's Play machen, aber nicht als nächstes wahrscheinlich. Da kommt jetzt noch ein Großhändler. Brauchen wir den noch mal kurz gucken? Nein, brauchen wir nicht mehr. Also, Arktis-Let's Play oder irgendein, ja, muss ja nicht direkt Arktis sein, irgendwas so in kälteren Regionen. Das werde ich machen, ist aber nicht das nächste. Sondern das nächste wird sein, wahrscheinlich gemäßigt. So, die Sensorengruppe ist fertig, liebe Leute. Schaut's euch an. Wir schauen uns den Statusbericht unseres Schiffs an. Kann nicht starten, keine der Krügelschlafkapseln ist belegt. Kein Problem, das können wir jetzt ändern. Jetzt lass mich mal kurz nachdenken, ob noch irgendwas fehlt. Beim letzten Mal, als ich den Raumschiff starten wollte, habe ich sie alle in die Kammer gesteckt und da fehlte irgendwas und dann ging es doch nicht. Ist aber hier, glaube ich, jetzt nicht der Fall. Wir können die Leute einfrieren und loslegen. Von daher, Trosma, geht in diese Kapsel. Umbra geht als letzter, das ist der Arzt, der kontrolliert zum Schluss nochmal alles. Riesling geht in die Kapsel. Samantha geht in die Kapsel, Lafleur geht in die Kapsel, Puck geht in die Kapsel, Briggs geht in die Kapsel, Minyoka, Makali, Anri, Komboa und Busto. Der Arzt wird das alles überwachen hier. Oh, alle einsteigen, alle fit machen, keine Sorge, es wird nichts passieren. Die KI wird uns ganz sicher nach Hause fliegen. Wo auch immer das sein mag. Und alle drin? Ich glaube, es sind alle drin. Jawohl. Es sind alle drin. Dann fehlt jetzt noch Umbra. Der steigt als. Der nimmt nochmal Penicillin für die Reise. Okay. Und schaut dann den Wolken zu. Nein, du musst jetzt einsteigen, lieber Umbra. Das Raumschiff wartet nicht länger. Und startet jetzt. Das ist so ein schöner Moment. Startbereit, alle Kolonisten gerettet, keiner bleibt zurück, außer unsere Toten. Wenn wir hier an dieser Stelle noch einmal gedenken, da wäre einmal Gabi, Gora, einer der ersten Kolonisten, gehörte glaube ich zu den ersten dreien. Ja, und Coach. Coach, der leider durch einen dummen Fehler von mir gestorben ist, aber nun ja. Es ist soweit, wir starten und dann wünsche ich euch, dass ihr noch einen schönen Tag habt, dass ihr den Abspann genießt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von was auch immer. Ihr dürft euch gerne auch die anderen RimWorld Let's Plays auf meinem Kanal ansehen. Schaut doch mal in die alten RimWorld Let's Plays rein vielleicht, in die ganz alten, so Alpha 11, womit ich angefangen habe hier und schaut euch mal, wie sich das Spiel verändert hat in der Zwischenzeit. Außerdem gibt es noch das Mars X Mod RimWorld Let's Play. Das spielt sich ebenfalls mal ganz anders. Ist eine Total Conversion. Da ist es quasi RimWorld auf dem Mars mit neuen Geräten und so weiter. Auch auf meinem Kanal zu finden. Und ja, ansonsten habe ich auch noch viele andere Projekte. Und wir sehen uns auf jeden Fall bald, sehr, sehr bald, wieder mit einem neuen RimWorld Let's Play. Und ja, die laufenden Projekte auf meinem Kanal ebenfalls gerne mal reinschauen. Und jetzt höre ich auf zu quatschen und wir starten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch alles gefallen. Schreibt es mir in den Kommentar hier unter der letzten Folge. Da möchte ich jetzt aber, dass jeder schreibt, was er gut und was er schlecht fand. Auf geht's. Schönen Tag noch. Ciao.